Ich kann etwas erzählen zum Thema ultraschallgeschützte OP-Punktion. Die typische Reaktion, die ich bekomme, wenn ich zu dem Thema etwas erzähle, ist erstmal, brauche ich nicht. Weil gerade wenn es um periphere Venen geht, sagt jeder, bin ich viel schneller, kann ich viel besser, kriege ich auch so hin, wozu den Ultraschall. Jetzt lassen Sie mich aber Sie mitnehmen und wir haben vielleicht nicht den jungen Mann mit den schönen Venen, sondern wir sind mitten in Berlin in der Notaufnahme und Sie kriegen einen Junkie, der schon viele Jahre trainiert hat, hohe Temperaturen und Sie brauchen relativ schnell Labor, um zu wissen, wo geht es hin. Jetzt können Sie überlegen, wo entnehmen Sie schnell Blut. Die Venen sind nicht tastbar. Sie können sie auch nicht sehen. Sie müssen sich jetzt zusätzlich entscheiden, brauche ich nur Blut oder brauche ich auch einen Zugang? Brauche ich etwas, um dem Patienten Medikamente und oder auch Flüssigkeit reinzubekommen? Darauf werden wir jetzt eingehen. Das Ziel von dem Vortrag ist, dass Sie am Ende sowohl ungefähr wissen, was ist der Unterschied zwischen einer Gefäßpunktion und einer Hornylenanlage, denn es sind andere Vorgänge im Denken und auch, was ist der klinische Kontext, wo man das besonders gut nutzen kann. Und dass Sie eine Idee haben, wie das mit der ultraschallgestützten Gefäßpunktion stattfindet. Der klinische Kontext ist immer die Frage, habe ich Zeit oder habe ich keine Zeit? Die Ruhe ist in der Notaufnahme selten gegeben, aber spätestens, wenn ein Schockraumpatient kommt, haben Sie keine Ruhe mehr. Und dann ist Zeitdruck. Das ist der falsche Zeitpunkt, um dann das allererste Mal ultraschallgestützt eine Vene zu suchen. Völlig egal, ob Sie eine Flexhüle legen wollen, nur Blut abnehmen wollen oder ein ZVK. Im Notfall brauchen Sie bereits Routine im Handling und Sie brauchen Helfer, die auch darauf vorbereitet sind. Dann ist die Frage, wo gehe ich hin? Für Blutabnahmen ist die Vena femoralis und die Unterarmvenen und die Basilika hervorragend geeignet. Subclavia oder Jugularis interna geht, glaube ich, für eine reine Blutabnahme keine. Für die Flexhüllenanlage eher die Unterarme und Jugularis externa für ZVK. Da ist man dann im Bereich Jugularis interna, Subclavia und Femoralis. Und auch die arteriellen Zugänge kann man hervorragend mit Ultraschall legen. Allerdings muss man jetzt überlegen, wie viel Zeit brauche ich. Solange Sie nur Blut brauchen, ist selbst mit Ultraschall innerhalb von Sekunden gelungen, kann ich Ihnen tief ans Herz legen, bevor Sie gerade bei schwierigen Patienten, sehr adipösen Patienten, Junkies oder Ähnlichen, 5 Minuten verzweifelt versuchen, etwas sozusagen blind zu punktieren. Mit Ultraschall sind Sie extrem schnell und es lohnt sich eigentlich immer, dieses Gerät hochzufahren und draufzuhalten. Für Pronylen lasse ich mit mir diskutieren, da es hier eher wenige Minuten dauert. Allerdings empfehle ich Ihnen, trotzdem es in Ruhe häufiger zu machen, damit Sie bei den Patienten, wo es drauf ankommt, in der Methode sicher sind. Zentrale Venenkatheter ist ganz klar bei uns im OP. Auch mit Ultraschall braucht man einige Minuten, brauchen Sie aber auch ohne Ultraschall. Und die Sicherheit ist mit Ultraschall deutlich höher, viel geringere Komplikationsrate und eine viel höhere Success Rate für den ersten Versuch. Schockraum oder auch Präklinik in der Zwischenzeit, je nachdem, was Sie für Material haben. Hier lohnt sich zum Teil bereits die pure Blutabnahme. Häufig haben wir es, dass der Notarzt Ihnen Patienten bringt. Flexhüle liegt bereits, allerdings ist sie nicht mehr rückläufig. Wenn Sie Pech haben, ein-, zweimal schon wurde gestochen und jetzt sieht man bei der dehydrierten älteren Dame doch keine weiteren Zugänge. Sie müssen jetzt aber wissen, wo ist mein Kalium, wo ist mein Laktat, wie sind meine sonstigen Werte. Und dafür, wie gesagt, lohnt es sich durchaus mal einfach in die Vena femoralis mit Ultraschall gestützt. Eine schnelle Blutabnahme geht auch hervorragend, um Blutkultur zu gewinnen, weil Sie da auch häufig, auch bei exzipierten Patienten, einen recht guten Fluss haben. Sehr lohnt sich das auch für Kinder, weil hier selbst in Routine und bei fitten Kindern, gerade bei den sehr Kleinen, die Fähigkeit von uns, Flexhüllen zu legen, doch nicht so gut ist und selbst erfahrene, auch Kinderanästhesisten, zum Teil 2, 3 Versuche brauchen, bevor sie erfolgreich sind. Und mit Ultraschall geht es hier
Viel, viel besser. Nachdem ich jetzt schon ein bisschen was zu der Klinik und der klinischen Situation erzählt habe, beginne ich nochmal kurz bei den Basics. Einige dieser Dinge hatten Sie bereits in den letzten Vorträgen. Da Sie aber vom Punktieren noch nicht so viel hatten, gehen wir nochmal darauf ein, damit Sie eine Chance haben, dann zu wissen, wovon wir reden. Das eine ist, wie stelle ich meine Zielstruktur dar? In der kurzen Achse produzieren Sie einen Querschnitt. Das heißt, das Gefäß ist rund oder halb oval. Und in der langen Achse machen Sie einen Längsschnitt. Sie haben also einen Strich als Gefäß und können damit die Länge des Gefäßes sehen. Hier eine Vorsichtsmaßnahme. Wenn Sie periphere Venen haben, darf Ihr Schallkopf wirklich nur ganz leicht gleiten, da Sie ansonsten das Problem haben, dass die Vene bereits durch das pure Aufsetzen des Schallkopfs abdrücken. Und dann sehen Sie die Zielstruktur gar nicht, weder in der kurzen noch in der langen Achse. Warum ich Ihnen diese Achsen erzähle? Es ist zum Teil wichtig, dass Sie wissen, wie Sie das Gefäß darstellen, damit Sie wissen, wie Sie mit der Nadel reinkommen. Sie sehen hier, das ist jetzt die Nadeleinstellung. Im linken Bild sehen Sie die Nadel als weißen Punkt bereits mitten im Gefäß drin. Sie können von dem puren Bild im Großen nicht sagen, ist das die Nadelspitze oder ist es ein Anschnitt des Nadelschaftes. Sie können sagen, dass dieses Stück Nadel, was Sie sehen, im Gefäß ist, könnte aber auch durchaus dahinter sein. In dem Fall ist es eine Out-of-Plane-Technik für die Nadeldarstellung. Bedeutet, die Nadel ist nur angeschnitten, quergeschnitten im Ultraschallbild. Auf der rechten Seite lehnen Sie eine In-Plane-Technik für die Nadelführung. Das heißt, Sie haben die Nadel im gesamten langen Verlauf und können den kompletten Verlauf verfolgen. Sieht extrem elegant aus, kommt aber je nach Anatomie und was Sie anlegen wollen, ist es zum Teil nicht ganz einfach zu erreichen. Hier sehen Sie es nochmal praktischer, um einen Out-of-Plane-Schnitt hinzubekommen, halten Sie den Schallkopf im 90-Grad-Winkel zur Nadel. Während, wenn Sie eine In-Plane-Technik erreichen wollen, haben Sie Schallkopf und Nadel die gleiche Ausrichtung. Sie müssen nur darauf achten, das ist in In-Plane deutlich schwieriger als in Out-of-Plane, dass dieser sehr schmale Schallfenster wirklich die Nadel trifft. Das ist etwas, was man sehr gut einfach mal üben kann, eben an solchen Dummies. Weil wenn Sie das das erste Mal im Patienten machen, ist es In-Plane sehr schwer, die Nadel zu verfolgen, weil Sie häufig links oder rechts von der Nadel daneben rutschen. Ich sagte, dass diese Einstellungen wichtig sind, um je nachdem, was Sie erreichen wollen. Wenn Sie Katheter anlegen wollen, also ein ZVK oder ein Seldinger-Draht für eine Arterie, dann ist es nicht sinnvoll, die Zielstruktur in der langen Achse darzustellen und die Nadel out of plane, weil sie dann in 90 Grad zum Gefäß eintreffen. Das Gleiche ist wieder, wenn die Nadel in plane ist und das Gefäß ist in der kurzen Achse getroffen. Sobald Sie Katheter machen, brauchen Sie entweder kurze Achse und out of plane oder lange Achse des Gefäß und die Nadel in In-Plane-Technik gelegt, damit der Draht oder der Katheter selber in das Gefäß, im Gefäßverlauf hineingleiten können. Für pure Blutabnahmen kann man beide Varianten, also kann man alle vier Varianten nehmen. Bei der Punktion der Vena oder Arteria femoralis für Blutentnahmen ist extrem angenehm, weil die Vena femoralis ist fast immer offen. Auch bei Patienten, die relativ exzipiert sind. Sie haben die Vene neben der Arterie. Die Vene liegt medial zur Arterie. Und man kann sich den alten Spruch merken, Ivan, in vena arterie nerv. Damals noch aus der Anatomie. Die Arteria femoralis ist sehr, sehr schwer abzudrücken. Das heißt, hier ist auch bei exzipierten Patienten die eine hervorragende Zielstruktur, wo sie direkt daneben die Femoralis dann die Vene treffen.
Das Schöne an der femoralis arteriae ist, auch unter Reanimationsbedingungen erreichen Sie hier fast immer eine gute Darstellung des Gefäßes, sodass Sie dort auch Blut gewinnen können. Was an vielen anderen Bereichen nicht ganz so einfach ist, wenn Sie keine Pulsation auf der Arterie haben. Ich rate dringend davon ab, Braunülen zu versuchen im Bereich der Vena femoralis. Der Weg ist zu weit. Und durch eine Bewegung des Patienten oder nur ein leichtes Abknicken im Bereich des Beckens sind die Flexhöhlen häufig wieder disloziert. Und dann haben sie nichts gewonnen und eine falsche Sicherheit, weil sie denken, sie haben einen guten Katheter, einen guten Zugang. Und dabei ist es bereits wieder in der Tiefe, nicht mehr im Zielstruktur. Und sie sehen sehr spät, ob das ein Paravasat sich bildet. Deswegen für die Femoral ist primär dann ZVKs, nicht Flexhöhlen, auch für den Notfall. Hierfür gibt es in der Zwischenzeit auch gute Datenlage, dass die Trefferrate beim Erstversuch im Vergleich zum ich halte mal nur die Hand, fühle die Anatomie, fühle die Pulsation und steche blind hin, wie es wir Anästhesisten lange Zeit gemacht haben, ist viel höher mit Ultraschall, weil es doch ganz schön anatomische Varianten gibt und zum Teil die Vene auch über oder unter der Arterie ist. Hier sehen Sie genau diese Punktion einmal dargestellt. Es wird zuerst den Bereich der Femoralis desinfiziert. Sie sehen die pulsierende Arterie und die Vene darunter. Sie sehen nun, wie out of plane die Nadel reinkommt, vor allem als Bewegung im und Umgebung. Und Sie sehen, wie jetzt die Vene platt gedrückt wird. Und danach gab es ein leichtes Pop und die Vene ging wieder auf. Das war der Moment, als die Nadel durch die Venenwand hindurchging und man aspirieren konnte. Das merkt man auch wirklich an der Spritze selber. Heutzutage würden Sie das anders handhaben, diese Punktion, da sich die Hygienerichtlinien geändert haben. Für solche Punktionen wird in der Zwischenzeit ein Überzieher für den Schallkopf gemacht und nicht der Schallkopf pur aufgesetzt, wie hier geschehen. Das hatte sich aber geändert und das Video ist schon ein bisschen älter. Geht wirklich einfach und wirklich schnell. Wenn Sie die Vena femoralis oder die Arterie punktieren, achten Sie bitte auf Ihre Ergonomie. Es ist ganz ungünstig, wenn das Schallgerät zum Füßen des Patienten steht, weil Sie dann halb rotiert stehen müssen und dadurch nicht gut die Nadelführung haben und sehr ruckartig sich bewegen und der Schallkopf häufig verrutscht. Also am besten das Schallbild entweder direkt vorne zum Kopf des Patienten, wie Sie es gerade eben gesehen haben, mit einem Handheld direkt vor Sie. Oder bei uns im Schockraum ist das Schallgerät immer an der linken Schulter, während der Patient sozusagen rechts von Ihnen ist. Und da hat man auch eine gute Achse. Das Zielgefäß zentrieren. Hier bitte darauf achten, wollen Sie die Arterie oder wollen Sie die Vene? Sprich, geht es um die Blutabnahme, wollen Sie ein arterielles Gas zum Beispiel oder wollen Sie einfach nur Blut für eine Blutkultur, relativ steil, weil Sie einen weiten Weg haben bis zum Gefäß. Und wenn Sie auf das Gefäß zukommen, sehen Sie, wie sich die Vorderwand des Gefäßes eindellt und danach, wenn Sie durch sind, wieder aufpoppt und Sie dann im Gefäß drin sind und aspirieren können. Bei adipösen Patienten lohnt es sich jemand, der Ihnen die Bauchschulz hochhält. Man kann die sich auch mit relativ breiten Tape, dass man sozusagen von der Bauchschürze bis zur kontralateralen Schulterspann hochkleben, wenn man keinen hat, der einem die Bauchschürze halten kann. Es lohnt sich, da das sehr tief ist, sich die Röhrchen angeben zu lassen, weil sie ansonsten häufig den Druck verlieren und das Gefäß wieder aus dem Gefäß raus sind, einfach weil sie den nicht gut drücken und deswegen dann wieder aus die Nadel disloziert. Deswegen hier ein Helfer, damit sie ihre erfolgreiche Punktion auch genießen können. Wenn wir die oberflächlichen Venen des Armes punktieren, haben Sie im Bereich des Armes sehr viele. Die Basilika ist häufig genommen, aber auch die Radialvene und die Ulnarvene. Sie haben auch im Bereich des Handrückens natürlich Venen, die man natürlich auch darstellen kann. Hier Linearschallkopf ganz klar, während man femoral gegebenenfalls noch mit einem Abdomenschallkopf arbeiten kann, ist im Bereich des Armes und der Hände brauchen Sie einen Linearschallkopf. Und achten Sie darauf,
dass der Schallkopf immer so ausgerichtet ist, wie ihre Venen sind beim Punktieren. Bedeutet, rechts ist rechts und links ist links, damit eine Nadelkorrektur, wenn sie sagen, oh, ich muss weiter links mit der Nadel, sie dann nicht im Kopf umlenken müssen, sondern die gleiche Richtung korrigieren müssen, wie sie es im Bild sehen. Dafür lohnt es sich, der einfachste Trick ist, den Linearschallkopf aufsetzen, einmal kurz die rechte Ecke anheben, gucken, dass auch im Bild die rechte Ecke den Kontakt verliert und dann wissen sie, dass sie richtig sind. Die Venen sind paarig im Bereich des Armes angelegt, in der Nähe der Arterien, sodass sie das Mickey-Maus-Zeichen sehen, vor allem im Bereich der Kubitalregion. Die kleineren Venen haben sie zum Teil auch ohne Arterie, aber weil alle Arterien begleitend haben sie immer links und rechts eine Vene, die man auch sehr gut nutzen kann. Damit die Blutentnahme erfolgreich wird, brauchen Sie eine Vene, die größer als 3 mm ist. Für eine Braunülenanlage sollte die Vene mindestens 3 mm sein, beziehungsweise achten Sie darauf, was Sie für eine Flexüle verwenden wollen. Und die sollte immer 3 mm größer sein als die Flexüle, die Sie verwenden. Das heißt, wenn Sie mit einer 14-Gauge-Nadel arbeiten, brauchen Sie schon eine relativ große Vene. Die Vene selber sollte epifaszial liegen, maximal bis ungefähr 1 cm Tiefe sein. Und Sie sollten das Gefäß auch um die 3 cm verfolgen können oder in der Längsachse, also in der langen Achse, 3 cm einsehen können. Hier sehen Sie in den Bildern, dass man sowohl out of plane als auch in plane, also den Schallkopf quer zur Nadel oder mit der Nadel stechen kann. Und ich empfehle Ihnen, sich auf eine Technik zum Beginn festzulegen, damit Sie ihn mit der Routine kriegen. Es ist völlig egal, welche. Es geht beides sehr gut. Achten Sie darauf wieder, dass der Schallkopf richtig ausgerichtet ist. Links ist links, rechts ist rechts. Der Funktionswinkel kann gerade für Blutabnahmen relativ steil sein, aber auch für die Flexülenanlage kann der Funktionswinkel steil sein. Sie müssen dann allerdings abflachen, sobald Sie in das Gefäß kommen. Gehen Sie nicht zu tief und seien Sie nicht zu weit weg von Ihrem Schallbild, weil Sie müssen bedenken, durch den Druck des Schallkopfes machen Sie das umgebende Gewebe ein wenig flacher. Dadurch haben Sie den Effekt, dass wenn Sie loslassen, Sie ein bisschen mehr Strecke brauchen, nicht dass dann die Flexüle zu kurz wird, der Plasteranteil der Flexüle. Wenn Sie die Nadel und in der richtigen Ebene mit dem Katheter sehen, dieses Double Dot sein, bei einer guten Auflösung kann man das sehr, sehr schön sehen. Das ist sozusagen der Schliff der Nadel. Ansonsten sehen Sie auch einfach die pure Nadel als weißen Punkt im Gefäß. Machen Sie es sich bequem, setzen Sie sich hin, das macht Ihnen das Leben einfacher. Haben Sie den Arm gut aufgelagert, damit der Patient, der Arm, wo Sie schallen, stabil liegt. Und achten Sie darauf, dass Ihre Blickrichtung und die Stichrichtung ungefähr identisch sind und das Sonogerät für Sie günstig steht. Vergessen Sie nicht zu stauen. Das macht es einfach einfacher, auch bei der ultraschallgestützten Punktion. Das ist eins der Sachen, die die Leute manchmal vor Aufregung vergessen. Deswegen Stauband nicht vergessen. Hier sehen Sie es jetzt einmal live. Wird in der kurzen Achse out of plane gestochen. Sie sehen die Vene und Sie sehen, wie die Bewegung der Nadel im Gewebe ist. Und es kommt jetzt in diesen Bereich die Nadel rein. Das Weiße im Gefäß taucht auf. Es wird ein wenig noch korrigiert, weiter vorgeschoben. Parallel wurde kontrolliert, dass es auch einen Blutrückfluss gab. Und nun sehen Sie, wie der Katheter vorgeschoben wird. Es hat nochmal diese Veränderung der Echogenität ergeben. Wenn Sie im Bereich der Vena jugularis punktieren, gerade bei der Externa, lohnt es sich, wenn Sie stauen. Sie können es machen wie der Kollege mit einem Stethoskop. Es geht aber auch, wenn Sie einfach jemanden relativ weit unten einen Finger drauf drücken lassen, das staut Ihnen auch die Externa auf, weil man nicht jedem Patienten sein Stethoskop umbinden möchte. Aber es funktioniert hervorragend. Wenn es der Patient toleriert, geht auch eine leichte Kopftieflagerung und die macht Ihnen die Vena jugularis externa auch größer, sowohl die externe als auch die interne.
und macht die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Punktion größer. Die Eczema ist ein sehr, sehr guter Zugang für Braunhöhlen, gerade bei Patienten mit schlechten Venenzugängen ist die häufig noch erhalten. Im militärischen Bereich nutzen wir das relativ häufig. Wenn Sie Sprengverletzungen haben, ist der Thorax aufgrund der getragenen Weste meistens noch recht unverletzt. Allerdings die Extremitäten sind aufgrund von Schrapnellen häufig verletzt. Die Patienten sind zum Teil noch vom Transport in den Vakuummatratzen drin, sodass sie die Arme sind gebrochen. Damit ist der Hals häufig im wahrsten Sinne des Wortes ein lebensrettender Zugang. Es geht sehr schnell und es geht deutlich schneller als ein ZVK. Vor allem haben Sie ja auch nicht immer jemanden da, der auch wirklich ZVKs legt. Nicht in jeder Klinik macht das jeder, sondern zum Teil machen es nur die Anästhesisten. Und im Einsatz haben wir auch zum Teil junge Assistenzärzte, die einfach nicht die Expertise haben mit ZVKs. Und da ist Vena jugularis ein wirklich hilfreicher Zugang. Wenn Sie in Ruhe punktieren, gucken Sie zuerst in der Vorbereitung, ist meine Braunhöhle lang genug? Habe ich den Schallkopf, Nadelführung, sitze ich bequem? Habe ich meinen Ultraschallbild zentriert? Dann haben Sie natürlich vorher die Haut desinfiziert, den Schallkopf vorbereitet, stechen Sie durch die Haut, ungefähr 1 cm Abstand vom Schallkopf, damit die Strecke nicht so lang wird. Danach, sobald Sie richtig sind, die Nadel abflachen, langsam ins Gefäß, warten, bis das Blut zurückkommt. Hier hilft es, wenn Sie jemanden haben, der für Sie sich das Blut anguckt. Weiterhin den Schallkopf ruhig halten, dann noch ein kleines Stück vor und dann vorsichtig den Katheter über die Nadel vorschieben, dann die Nadel weit zurückziehen. Und wie gesagt, diese Retraktion, das, was ich meine, das ist das Vorwölben der Vorderwand der Vene. Sobald die Nadel drauf ist, und Sie müssen warten, bis sie wieder zurückpoppt, damit sie wirklich drin sind. Ansonsten sind sie noch auf der Vene drauf. Sie haben zwei Probleme. Sie sollen sich das Bild im Monitor angucken und eigentlich müssten Sie auch schauen, ob Blut in die Flexhüllenkammer kommt. Dafür hilft es, wenn Sie einen Helfer haben, der für Sie schaut. Und typischerweise beginnt man ultraschallgestützte, gerade die peripheren Venenfunktion dann, wenn man Zeitdruck hat oder extrem schwierige Verhältnisse. Hier empfehle ich, so habe ich es gelernt, in der Ruhe des Nachtdienstes haben auch Patienten mit schönen Venen von mir ultraschallgestützte Venenpunktionen bekommen. Damit habe ich die Expertise mir erworben, um jetzt auch in schwierigeren Fällen, wenn man doch eine Routine erst braucht, wie beim normalen Legen ohne Ultraschall, braucht man einfach ein bisschen Übung. Und gerade im OP ist es etwas, was sich lohnt, das häufiger zu machen, weil sie da sehr, sehr viele Funktionen haben und mit der Zeit auch immer schneller werden. Es ist nicht immer gern gesehen, sowohl von den Pflegekräften, manchmal aber auch von Koordinatoren oder Ähnlichen. Einfach durchsetzen, üben Sie, trainieren Sie, weil dann sind Sie in den schwierigen Fällen viel fitter. Als kleine, sehr elegante Variante, weil Sie verhindern dieses Blut, was sozusagen hinten durch die Nadel kommt, wenn Sie den weißen Pnökel von der Flexhülle abnehmen, können Sie hier, sehen Sie, wie die Nadel im Implant hineinkommt. Und Besonderheit ist hier, es ist bereits eine Spritze aufgesetzt mit Nadel. Und Sie sehen die Injektion in das Gefäß. Durch den Kalafluss sehen Sie wie sozusagen wie den Feuerstoß eines Drachens. Und damit sind Sie sich sicher, Sie sind intravasal und können das auch nochmal über die Flexhülle hier jetzt testen. Es ist extrem elegant, ist beeindruckend für einen selber. Man weiß sofort, dass man richtig ist und auch nicht durchgestochen hat. Und man hat den Vorteil, dass es auch hinten nicht rausblutet durch die aufgesetzte Spritze. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie finden das Material bei Jumpu. Da sehen Sie auch zusätzliches Material zu diesem Thema. Und nun für Sie nochmal einmal überlegen, würden Sie im Notfall in der Präklinik so hantieren? Bin gespannt auf Ihre Antworten im Chat. Ich danke für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie sich mitgenommen haben. Blutentnahme ist nicht das gleiche wie Venenzugang. Es sind unterschiedliche Gefäße, die man dann anavisiert. Femorales vor allem für die Blutentnahme gut geeignet, die Unterarmvene und die Externe vor allem für die Zugänge. Und machen Sie es sich bequem, damit Sie gut arbeiten können. Vielen Dank.